Hier geht es um die Energiedichte im elektrischen Feld und hier möchte ich eine, naja, eher plausible Machung machen, als dass das wirklich eine saubere mathematische Herleitung ist. Das möchte ich hier betonen, also falls jemand hier kritisiert, dass das nicht mathematisch stringent mit allen Vektoroperationen hergeleitet wurde, ja, das ist so. So, jetzt stellen wir uns einfach mal das Setup vor. Wir haben hier einen Vektorfeld der elektrischen Feldstärke, so, und da haben wir so eine Raumladungsdichte drin. So, da schauen wir Rho, eine Raumladungsdichte in Ampersekunden oder Coulomb pro Kubikmeter. So, wenn man jetzt dieses Feld oder diese Raumladungsdichte hier oder Teile davon in dem Feld verschiebt, dann übt ja das elektrische Feld auf diese Raumladungsdichte eine Kraft aus und man hätte hier also eine, könnte sich also jetzt hier eine Kraftdichte definieren. Wenn ich das für wirklich Punktladung mache, wird es eine wirkliche Kraft von Rho mal E, die auf die Raumladung wirkt. So, und wenn ich die Energie haben will, dann muss ich eigentlich nur die Kraft über den Weg integrieren. Das ist das hier. Und das gibt jetzt eine Energie, Dichtkraft über Weg integrieren. Okay, so, was jetzt passiert ist, dass ich im Prinzip hier Rho E ds eine Energiedichte habe, beziehungsweise hier einen Anteil habe, den ich aufwenden muss, um irgendwie beispielsweise Rho ds etwas zu bewegen. Wenn man sich nun anschaut, wie wir das d bestimmt haben, dann haben wir ja im Prinzip immer gesagt, wir haben da so ein Volumen drin, das soll geschlossen sein. Ich nehme jetzt einfach mal ein Viereck. So, und da könnten wir uns definieren ein dA, beziehungsweise könnten jetzt diese Fläche hier auch ein Stückchen verschieben um ds. So, und dann wäre ja gerade Rho mal ds. Auch einheitenmäßig stimmt es. Rho ds ist die elektrische Verschiebungsflussdichte bzw. die Änderung derselben. So, was haben wir dann? Also können wir das hier schreiben als den Vektor d. Naja, und wenn wir das Ganze jetzt hier oder bzw. Delta d oder dd als Differentielle, also hier Änderung, ne? Und wenn wir uns das jetzt angucken in der Energiedichte, dann hätten wir hier jetzt also stehen, E dd, ja, wäre dann die Energiedichte. Wir müssten also jetzt über d integrieren. Und nun wissen wir gleichzeitig auch noch, dass d gleich Epsilon 0 mal E ist. Also können wir jetzt beispielsweise das eine durch das andere ersetzen und würden erhalten Integral Epsilon 0 mal e dd. Ich gehe davon aus, dass die alle parallel sind. Dann ist das einfacher. Halt nicht dd, sondern de. Und das ist gleich 1 halb Epsilon 0 e Quadrat oder 1 halb d Quadrat durch Epsilon 0 oder 1 halb e mal d. Und das ist die Energiedichte Vv. Damit hätten wir das jetzt, naja, hergeleitet. Energiedichte im elektrostatischen Feld. Gut, schauen wir uns ein Beispiel zu dem Thema an. Der Klassiker ist natürlich immer der Kondensator mit, sagen wir mal, hier zwei Platten. So, Abstand d, Fläche a und dazwischen haben wir dieses Potentialunterschied U. U sagen wir 100 Volt, D sagen wir 1 Millimeter und A sagen wir, das Ding ist 10 Zentimeter mal 10 Zentimeter groß. Also das kann man sich jetzt irgendwie so vorstellen als Gebilde. Das ist kein, werden wir gleich sehen, kein übermäßig toller Kondensator hier, den wir da jetzt gefunden haben. Also können wir das für E-Feld bestimmen. E ist 100 Kilovolt pro Meter. Dann folgt daraus, dass D gleich
Epsilon 0 mal E ist also gleich 8,854 mal 10 hoch minus 7 Ampere-Sekunde pro Quadratmeter. Und wir können hier das Delta W oder hier die Energiedichte WV bestimmen als 1,5 E mal D zu 44,27 Millijoule pro Kubikmeter. Und insgesamt haben wir dann die Energie auf dem Ding von 442,7 Nanojoule. Klingt nicht so viel. Rechnen wir es mal aus, wie es klassisch ist, über Kondensatorformel, die potenziell bekannt ist. Wir können C ausrechnen, Kondensator, also die Kapazität, Epsilon 0 mal Epsilon R ist 1 mal A durch D. Und das Ding hat jetzt hier, und deswegen sagte ich ja, der Kondensator ist jetzt nicht so riesig groß, 88,54 Picofarad, also ein relativ kleiner Kondensator, ist auch relativ breit auseinander und die Fläche von 10 mal 10 Zentimetern Kantenlänge jeweils ist auch nicht so groß und die Energie ist W gleich 1,5 C U Quadrat und wir kommen auf 442,7 Nanojoule. So, das war genau das, was wir haben wollten. So, das Ganze ist jetzt nichts weiter als eine Fingerübung eigentlich gewesen, um ein bisschen was einzusetzen. Schauen wir uns nochmal wieder unsere ja ach so beliebte Gewitterwolke an. So. Da haben wir nach wie vor die Situation. So, das ist die Wolke. Hier ist der Boden, das sind 1000 Meter. Das Ding hat eine Fläche von A gleich 5 Quadratkilometern. Das kann man jetzt irgendwie groß oder klein nehmen. Das liegt auf einer Spannung von 10 Millionen Volt, also 10 Megavolt. Und dann können wir auch hier ausrechnen, dass unsere E gleich 10 Kilovolt pro Meter ist. Das D, also Sie sehen, alles rutscht jetzt nur um eine Stelle weiter nach rechts, in diesem Fall 10 hoch minus 8 Ampere-Sekunden pro Quadratmeter. Wir könnten jetzt sofort die Ladung ausrechnen, was ich jetzt aber nicht tue. Und wir kriegen hier die Energiedichte 1,5 E mal D gleich 442,7 das hin, ja, Mikrojoule pro Kubikmeter raus. Und jetzt kommt natürlich, dass wir hier ein riesengroßes Volumen haben. Das heißt also W wird gleich WV mal H mal A oder D. Nehmen wir D da draus. Und wir kommen hier auf 2,2135 Megajoule. Insbesondere das Mega macht jetzt natürlich hier auch noch würde ich sagen, also eine ganze Menge aus. Aber vergleichen wir es mal mit vielleicht chemischer Energie, die natürlich so ist, das Vergleich von Äpfeln mit Birnen, aber eine Tafel Schokolade beispielsweise, und die hat eben auch fast genau das gleiche wie diese Gewitterwolke, 2,242 Megajoule. Die Quelle war das Internet. So, vielleicht ist hier angenommen worden, dass die eigentlich haben wir ja nur die Ladung hier der Wolkenunterseite genommen. Wir haben nicht das gesamte Volumen der Wolke mit einbezogen. Sicherlich ein Fehler an der Stelle. Vielleicht ist 5 Quadratkilometer auch ein bisschen wenig. Vielleicht müsste man die Höhe der Wolke auch senken. Dann wird das Volumen zwar kleiner, aber natürlich wird die Feldstärke auch größer. Hier, also all diese Parameter kann man natürlich dran spielen, haben wir irgendwie grob abgeschätzt. Insofern können wir hier auch durchaus eine Größenordnung, Größenordnungen daneben liegen, aber so megamäßig viel ist das nicht.